und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute wollte ich euch ja die Geschichte erzählen, was mir passiert ist, während ich meinen Overload hatte. Und ja, damit fange ich jetzt hiermit an. Also, während ich meinen Overload hatte, war es so, dass ich ein Paket bestellt habe. Und das wurde dann auch, also ich konnte das Paket verfolgen und es stand da, dass ich es am Montag geliefert bekomme. Montag diese Woche. Und dann war es so, dass ich gewartet habe und am Montag stand dann auf jeden Fall, ja, mit Sicherheit, das Paket wird geliefert. Und dann habe ich auf jeden Fall auch mit meiner Mutter gesprochen, ob sie, wenn das Paket da ist, es entgegennimmt. Da ich ja, wie gesagt, gehandicapt war in gewisser Form, weil ich einfach kaum reden konnte, sehr schlecht gelaufen bin und auch etwas, ja, langsam war im Kopf. Bin ich immer noch nicht ganz fit, aber es geht schon bergauf. Auf jeden Fall hat meine Mutter dann zu mir gesagt, dass ich mir da jetzt keine Sorgen machen soll, weil die hätten einen Ablageauftrag. Und da habe ich gesagt, okay. Und habe gesagt, aber ich würde dann trotzdem gern an die Tür gehen, wenn es dann klingelt. Und dann war es so, dass es an der Tür geklingelt hat. Und auf jeden Fall, um es mal kurz vorwegzunehmen, der Lieferservice war der Lieferservice mit dem Namen von einem Götterboten, nur mal so als Anmerkung. Und ich habe dann auch im Nachhinein im Internet hier und da Rezensionen gelesen, dass der wohl nicht so gut ist. Und ja, habe ich dann auch mir so gedacht. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass ich den, dass das Paket, der hat dann geklingelt und ich bin dann losgelaufen. Aber ich konnte halt nicht schnell laufen und bin dann halt einfach nicht schnell an diese Sprechanlage gekommen. Dann hat es noch ein zweites Mal geklingelt und da war ich dann immer noch nicht an der Sprechanlage. Und auf jeden Fall, dann ist auch schon direkt, haben wir gehört, wie jemand die Treppen runterläuft, wie dann jemand ins Auto steigt und wegbraust ist. Da habe ich ja schon mal so gedacht, hoffentlich war das jetzt nicht mein Paket und vielleicht kommt das ja später. Dann bin ich auf jeden Fall an meinen Computer gegangen und habe geguckt, bei die Lieferung verfolgen. Und da stand dann jetzt auf jeden Fall auch, dass das Paket geliefert worden ist. Und dass ich, wenn es Probleme gab, dass ich mich doch bitte an die, denn ihre Service-Hotline wenden soll. Und ich habe dann wirklich alle Kraft zusammengenommen, um ansatzweise gerade sprechen zu können und habe dann wirklich, wirklich richtig mit mir gekämpft und bin dann auch an die Hotline gekommen. Und das war dann so, dass mir dann die Dame an der Hotline gesagt hat, ja, Pech gehabt, das wird morgen nochmal geliefert. Und dann habe ich auf jeden Fall so gedacht, mir im ersten Moment, was? Das ist jetzt nicht wirklich eine Auskunft. Später hat dann meine Mutter das Gespräch dann nochmal angerufen und hat dann das Gespräch übernommen und hat auf jeden Fall dann auch viel mehr Infos rausbekommen. Und ja, aber was mir auf jeden Fall in dem Moment durch den Kopf gegangen ist, was das alles so, ja, wie Lieferservice Menschen mit Problemen übergehen gefühlt. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr schlecht hört und einfach nicht beim ersten Mal hört, dass es klingelt und dann erst losläuft, wenn es das zweite Mal klingelt und der Lieferservice dann schon praktisch weg ist oder jemand einfach gar nicht gut laufen kann, weil er ein gebrochenes Bein hat, weil er irgendwelche neurologischen Probleme hat, weil er einen Overload hat oder weil er sich einfach, weil er Hüftschmerzen hat. Das gibt es ja, es gibt alle möglichen Gründe, warum man mal nicht gut laufen kann. Und dann ist es einfach so schrecklich, dass man bei Lieferservicen heutzutage so bang, 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 abgefertigt wird. So zwei, also maximal 2 Minuten, dann schon zum nächsten fahren. Weil du kannst vielleicht manchmal nicht innerhalb von 2 Minuten an die Tür gehen oder einfach innerhalb von 2 Minuten so schnell an die Sprechanlage kommen. Und jetzt mal noch anders gesagt, es gibt ja auch Gründe, warum Leute ohne Probleme, zum Beispiel, dass sie nicht rechtzeitig an die Tür kommen. Also wenn jetzt jemand eine viel zu große Wohnung hat oder ein viel zu großes Haus und einen viel zu großen Weg hat, dann kommt er auch nicht innerhalb von 2 Minuten an die Tür. Und da finde ich einfach, dann ist nicht unbedingt gut, wenn man so diese Sachen so schnell abfertigen muss. Ich weiß, heutzutage kann man nicht sagen,
du brauchst für alles 5 Minuten, macht kein Problem, es ist gut, dann kommt das Paket halt beim nächsten etwas später an, weil jeder ja sein Paket am liebsten sofort gleich und jetzt haben würde. Aber ich finde es so schade, aufgrund dessen, dass jeder immer alles schnell, sofort und gleich haben muss, die Kundenservice verloren geht, das Persönliche auch verloren geht und man im Prinzip bloß noch eine Nummer auf einer Karte ist, die abgearbeitet wird. Mir fehlt da dieses, das Menschliche, mir fehlt da dieses, wirklich dieses, auch mal sich Zeit nehmen und sagen, okay, dann brauche ich halt 10 Minuten länger in meiner Endrunde oder vielleicht brauche ich einfach dann mal nicht unbedingt 3 Minuten, dann bin ich halt nicht gleich um Punkt 18 Uhr im Feierabend, aber dafür sind dann wirklich auch alle Pakete abgeliefert oder auch einfach diese, ja, mir fehlt die Möglichkeit, wirklich einen Ansprechpartner heutzutage zu haben. Heutzutage ist es oft so, dass man sich irgendwo eine Firma sitzt, die sitzt dann bei hinter, weißt du, Geier wo, und du sitzt in deiner Stadt und rufst dort an, in der Annahme, ja gut, die haben da jetzt hier eine Filiale, das geht ganz schnell. Und die dir dann irgendwas erzählen mit, ja gut, wenn sie das Paket jetzt nicht direkt annehmen können, dann können wir es ihnen innerhalb von 2 Tagen, wo man sich wirklich denkt, 2 Tage, das liegt in einem Wagen, dann sollen sie halt schnell das aus dem Wagen holen und in den Laden reintragen. Eigentlich innerhalb von 2 Tagen können sie es dann da bei uns an der Abholstelle abholen. Das ist dann einfach so, wieso muss alles heutzutage so weit auseinander liegen? Wo bleibt die? Mir fehlt beim Versuch, effizienter zu sein und Geld zu sparen, die Logik. Oder auch einfach wirklich die Menschlichkeit, die wirkliche Effizienz. Weil es ist vielleicht so, dass du in dem Moment, wo du das tust und wo du an der Tür ankommst, das Gefühl hast, es geht schneller. Aber wo bleibt dabei dann die Logik des, ja gut, wenn es jetzt nicht bei uns, wenn wir es jetzt nicht abliefern können, dann tun wir es halt bei uns in den Laden. Der hat dann vielleicht bis, sagen wir mal, 18, 19 Uhr auf. Dann kann derjenige, der es nicht an der Tür war, sich abholen. Das ist dann meine Verständnis. Aber anstatt dass es so ist, fahren sie gefühlt dann nochmal tausende Kilometer weiter, nur um das Paket dann am nächsten Tag wieder zu dir zu fahren. Und es ist einfach dann, ja, ich weiß nicht, ich finde es einfach nicht gut. Ich finde es einfach auch so schade, dass man heutzutage immer benachteiligt wird, nur weil man mal nicht schnell ist, nur weil man nicht unbedingt jetzt gerade der Fitteste ist, nur weil man gerade vielleicht nicht unbedingt sofort aufsteht und sofort losrennt. Und ich finde es einfach so schade, dass es da einfach keine Optionen gibt, sowas anzugeben wie, ja, wäre zum Beispiel auch so eine Sache, einfach bei einer Bestellung angeben zu können, bitte klingeln Sie da und da, wenn ich nicht rankomme. Kann ja sein, dass man im Haus jemanden hat, der dann für einen auch sagt, okay, ich nehme es entgegen. Aber, oder sowas wie einfach sagen zu können, einfach die Angabe sagen zu können, wir haben eine größere Wohnung, es könnte etwas länger gehen. Das wäre auch schon was, wo ich sagen würde, einfach bei der Bestellung so ein Button, wo zum Beispiel dran steht, ja, schaffen Sie es innerhalb von 2 Minuten oder zwei gefühlten einer Minute an Sprechanlage oder möchten Sie vielleicht, dass man etwas länger braucht? Und ja, klar, solche Services und alles kosten auch Geld, aber ich glaube, lieber investiert man das Geld in sowas, als dass man es dann am Ende, ja, den Namen und den Ruf einer Firma ruiniert, nur weil man einfach nicht bereit ist, von seinem festgefahrenen System, von seinen festgefahrenen Taktiken abzuweichen. Weil, was wir vom Fußball wissen, ich weiß, schlechte Metapher, aber wenn jemand immer bloß auf dieselbe Art spielt, dann verliert er mit der Zeit bestimmt. Weil dann kann ja jeder Gegner irgendwann erfahren, wie der spielt. Und so ist das in meinen Augen auch mit Firmen. Wenn Firmen zu sehr auf etwas beharren und etwas zu sehr, ja,
in eine Starre gelang, in eine Starre gelang, ja, Starre gelang, und nicht irgendwie bereit sind, auch mal ein bisschen ein soziales Engagement entgegenzubringen, jemanden mit älteren Menschen zum Beispiel. Es gibt so viele ältere Menschen, die auch vielleicht mal was bestellen und die oder die Pakete geliefert kriegen von Verwandten. Und da ist dann einfach besser, wenn man angeben kann, das Paket geht an meine Oma und meine Oma hat zum Beispiel eine fiese Hüftarthritis und läuft deswegen sehr schlecht und braucht deswegen vielleicht 10 Minuten, bis sie an der Tür ist oder bis sie an der Sprechanlage ist. Würden Sie bitte so lange warten? Als dass man dann am Ende alle unglücklich sind, weil das Paket nicht ankommt, der Lieferservice dann ist am Ende ja doch wieder im Laden abgibt und man dann irgendwann immer bloß dieses Hin und Her mit den Paketen hat. Ja gut, ich weiß nicht, ob meine Nachricht so richtig durchgekommen ist. Ich bin mir da gerade echt nicht sicher, aber auf jeden Fall wollte ich sagen, ich bin für mehr Zeit nehmen. Die Dinge, sich mehr Zeit zu nehmen und nicht mehr immer alles auf jetzt, gleich, sofort und schnell. Ja, gut, das wollte ich auf jeden Fall euch erzählen. Das würde mich auch interessieren, wie ihr das seht. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne über Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, tschüss!